So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zum nächsten Video. Nein, also herzlich willkommen zur Part 2 von Fußball Manager 2008. Wir stehen vor unserem ersten Pflichtspiel mit dem FC Kaiserslautern. Und das ist direkt ein brisantes Duell gegen den KSC und doppelbrisant, weil es ist direkt mal der DFB-Pokal, meine Damen und Herren. Und die Taktik haben wir im letzten Spiel schon gemacht, wir haben aber noch nicht die komplette Ausstellung, glaube ich, gemacht. Also eigentlich will ich ja nicht mit der Dreierkette spielen, aber ich werde erst mit der Dreierkette spielen müssen, weil der Kader es nicht anders hergibt, wie ich gerade hier sehe. Das heißt, wir werden dann zur zweiten Saison auf eine Viererkette schalten müssen, weil ich hasse es, komplett mit einer Dreierkette zu spielen. Egal, ob im Real Life, wenn ich selber im Verein gespielt habe, war Dreierkette immer Müll. Weil ich immer der Außendulli war, der dann die Bahn hoch und runter rennen durfte, ja. Und im Spiel mache ich es auch nicht. So. Mittlerweile bin ich fett und könnte nicht mehr hoch und runter laufen. Und ich mache es immer noch nicht. Verstanden? So. Gehen wir nochmal in unsere Jugendmannschaft. Gucken nach Talent. Jawohl. Agimor Conti. Volle Lotte Sterne mit 6. Ja, den müssen wir. Also den müssen wir einen Vertrag anbieten. Den werden wir. Abputzer, dass es hier noch die Blutzeit Abputzer gibt, ist auch crazy as hell. So, Agimor Conti. Volle Lotte. Der Mann. Agimor Conti, hier ist er. Abputzer. Ja, Abputzer. Was eine Position. Abputzer und Libero. Willkommen bei der 275, meine Damen und Herren. Ja, ist ein bisschen doof. Mit den Positionen spielen. Ja, Und man kann ja anscheinend auch nicht individuell trainieren in dem Spiel. Habe ich eigentlich drei Stürmer. Komm mal mit, Conti. Kannst du Innenverteidiger rein, theoretisch? Ach du Heilige. Ja, gut. Ich würde dich ja schon gerne umschulen, sage ich ehrlich. Aber ich kann dich nicht trainieren. Ich kann dich nicht um. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Abputzer. Position gibt's gar nicht mehr. Egal, wir gehen rein. Dynamo Dresden. Wir gehen natürlich nicht ins 3D-Spiel. Wir gehen in den guten alten Textmodus. Hier seht ihr übrigens mal die Trikots. Wir machen. Oh, das sieht ja wieder anders aus. Deswegen. Erstmal. Boah, wo sind denn hier die Einstellungen? Amana Zickzack. Ach, Elfmeter. Oh, wir führen 1-0. Axel Bellinghausen. Ja, super! Weltklasse! Elfmeterschützen anweisen. Nee. Wollen wir nicht. So. Wir führen 1-0, meine Damen und Herren, hier im Pokal. Ja, macht der Gast hier nichts, sag ich. Wenn wir die Besten sind. Und da ist schon Halbzeit. Nice. Wir führen zur Pause. Ansprache. Team. Loben. So. Komm, jetzt kommt der Abputzer, kommt jetzt rein. Komm, ich mach's jetzt. Conti, komm rein. Wo kann ich denn hier wechseln eigentlich? Wo kann ich hier wechseln? Aber na. Abspiel! Ich würde gerne wechseln. Wo kann ich wechseln? Warte mal, Pause hier. Wo ist hier der. Ah, da oben. Ah, okay, okay, okay. Okay, wir wechseln, wir wechseln. Hä?
Warum wechselt mein Co-Trainer? Und warum habe ich auf einmal eine Viererkette? Oh, was ist denn das? Da muss ich gleich noch was umstellen. Von 5 Minuten noch. Ja, toll. Danke, Co-Trainer, wirklich. Ja, danke, Co-Trainer. Ich fick dich, du Bastard. Warum ist das an, Alter? Mann. Irgendwo aufstellen noch oder? Wechselt im Spiel aus. Warum ist das eingestellt? Warum ist Ender-Taktik eingestellt? Und warum liegt Strafenautomaten? Ja, Automaten, ja, Strafen, nehmen wir ja auch. Ich fürchte dich. Auf- und Abwertungsrunde, meine Damen und Herren. Ja. Ja, und jetzt ist der erste Spieler dann gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist schön, das ist wunderschön. Mann, quatsch mich voll, scheiß Moderator, Interview. Ach, ist das nervig. So, zufällig. Nach Stärke sind wir im Mittelfeld. Ach so. Nee, ist ja auch nicht sortiert. Also, ich kann das alles nicht mehr taken. So, Gladbach. Wieder mit der Startelf vom letzten Mal spielen. Das war ja an sich, war das ja okay. Da, das will ich nicht machen. Das will ich nicht machen. Trainingsplan, das mache ich nicht. So, in den Textmodus. Weil der wird sagen, dass es schon ziemlich schlecht ist. Das sind doch alles Lügen von euch Pressefurzis. Weg mit euch. Auf geht's. Eine neue Tabelle. ...1-0 hier. Ball mit dem Tor. Schlechte Stimmung sind eh auch für verantwortlich. Es gibt Strafstoß, 11 Meter und 2-0. Rundström. FCK ist Tabelleführer. FCK ist Tabelleführer. Ja, ob man nach 30 Minuten singen könnte, nach Hause fahren. So ein Ding ist das. Das sind meine Fans. Sie sind so wunderschön. Wie Hein. Gespräch, Team, loben, Jalla, weiter. Auswechseln. Wir wechseln. Die Einzelne mit Rundström. Dafür kommt Zima rein. Conti kommt wieder rein.
Und wir haben ja nur 3 Wechsel, nicht wie heute 5. Deswegen spare ich mir den letzten Wechsel noch ein bisschen auf, ey. Koblenz, TuS Koblenz, Alter. So, ich werde in der 75. den letzten Wechsel machen. Jetzt. Und zwar bringe ich Demai für Müller. Damit wir die rote Karte nicht jetzt kriegen. Weil wir führen 2-0, das sollten wir nicht mehr verlieren. Jetzt spielen wir hier nochmal aus. Und da ist es 3-0. Reinhard mit dem 3-0. Und da sind die Gladbacher, da gucken sie. Wie gesagt, DFB-Pokal hätten wir auch safe, wären wir eine Runde weitergekommen, wenn unser Co-Trainer nicht gewesen wäre. Aber wir sind nach dem ersten Spieltag. Halt mal. Nach dem ersten Spieltag sind wir Tabellenführer. Und damit bedanke ich mich auch. Warum kann ich nicht reden? Ich will reden mit dem Typen. Reden. Oh, Rundström. War der Rundström hier. Spielgespräch. Ja, super. Damit bedanke ich mich für diesen Part, für den Saisonstart hier im FM08. Wenn euch das Projekt gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Der Vorstand ist auch zufrieden. Wir auch. Wir sind Tabellenführer. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.